Hallo, hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke. Ja, und heute endlich das Februar-Update. Hat sich etwas gezogen, weil ich auf ein Paket noch warten musste, das ja, ich eigentlich schon im Januar-Update mit reinbringen wollte. Aber gut, ja, gucken wir mal, was es alles Schönes Neues gab diesen Monat. Und zwar den Anfang mache ich hier einfach mal mit den digitalen Sachen, wie immer. Ja, einmal Tremors 5, 6 und 7. Hier einfach einige der anderen Freaks meinten, ich glaube, Rainer war das von Rainers Movies und ich glaube auch Timo vom der Hessensammler. Die beiden meinten auch der siebte Teil. Wieder mal richtig klasse und ja, überraschend cooler Abschluss wohl für die Geschichte von Bert Gamma. Und ja, ich mochte den ersten, ich mochte den zweiten, ich mochte den dritten. Der vierte war auch noch ja, so halbwegs in Ordnung. Und ich wollte die anderen dann auch mal sehen, gerade weil der siebte dann wieder richtig gut sein sollte. Ja, gab es dann halt 5 und 6 digital im Angebot für 3 Euro Quetsch, habe ich mir dann da geholt und ja, den siebten dann gleich mit, weil der auch da relativ günstig war. Ist ja auch mal eine schön platzsparende Methode und ja, gerade da, ich glaube, der fünfte und sechste ja auch nicht so prickelnd sein sollen. Na, nochmal ein bisschen die Platz- und Portemonnaie-sparende Variante, falls gerade die Filme nicht so teuer sein sollten. Ja, und dann gab es digital noch Peninsula. Und ja, der Film hat mich einfach sehr interessiert. Fortsetzung von Train to Busan. Gut, ich hätte mir ihn eigentlich am liebsten im Mediabook dann doch geholt. Aber ja, meine Freundin und ich hatten den Trailer mal reingeguckt, Samstagabend. Ne, und jo, dann wollten wir den Film gleich sehen. Dann habe ich ihn in digital geholt, weil... Ne, der Film hat ja auch einen zweifelhaften Ruf und dann, ich glaube, 8 für 8 Euro oder so, ja, kann man nicht so viel falsch machen. Mediabooken für über 20, ist dann schon ärgerlicher, wenn er dann nicht gut ist. Review kommt aber, also da seht ihr dann, wie ich den Film fand. Ja, ansonsten, man hat es ja im Famme schon gesehen, ist eine ganze Menge gekommen. Ich fange mal hier kurz mit der Puppet Master Box nochmal an, das Unboxing habe ich ja schon gemacht. Ja, war quasi so ein bisschen Geburtstagsgeschenk, ne? Kam ein bisschen früher als erwartet. Naja, wie gesagt, die Puppet Master Collection, ne? Wer genauer wissen möchte, was hier alles drinsteckt, ja, der soll ruhig mal das Unboxing angucken. Aber das ist in diesem Monat gekommen. Dann muss ich die hier mal kurz zur Seite. Ja, was ist noch so gekommen? Einmal Samurai 7. Habe ich auch noch nicht gesehen, den Anime, aber ich dachte mir, Akira Kurosawas Die Sieben Samurai als Anime und scheinbar mit ja, Sci-Fi und Cyberpunk und Max und klingt schon schön bescheuert, hat mich einfach mal interessiert, ne? Und zwischendurch haben so ein Anime zum ja, Durchschauen ist ja auch immer ganz nice. Dann ging es weiter, mache ich gleich mal weiter mit den weiteren Animes. Die Sankaria Undying Love gibt es auch als Steelbook. Steelbook und die Mediabooks hier preistechnisch kein großer Unterschied. Also 2-3 Euro. Nur ich dachte mir, die Mediabooks, das hat mich doch gereizt. Da mache ich jetzt keine einzelnen Unboxings extra. Aber was ich definitiv cool finde, hier sind so Stülpis drüber. Ne? Die dann quasi das Ganze so ein bisschen machen. Und ja, das Mediabook... finde ich jetzt zwar nicht ganz so schön, bemängel ich ja immer wieder, wenn das hier reingeklebt ist, das Booklet. Ne, aber da sind immer was zu den Familien, den Figuren, ne, zu den einzelnen Folgen, so ein paar Artworks drin, ist ganz nett. Ja, hier so ein klassisches Gimmick, ne, was bei Animes ja auch mal dabei ist. Ein Sticker-Album, wo man dann die Sticker, die bei den Mediabooks mit drin sind, reinpacken kann. Naja, wie gesagt, Sankaria Undying Love, ich habe mich für die Mediabooks entschieden und ich finde dieses Gimmick hier mit dem Stülpi, nur das ist recht simpel, aber ich finde es vom Effekt ganz cool, diese Mediabook-Edition da oben, da ich drauf verzichten können, ne? Brauche jetzt nicht alle aufmachen, ich finde es auch ganz putzig hier an der Seite, ergibt das denn ein Bild, ne? Nee, hier leider nicht, ne? Aber mit den Stülpis ist ganz cool gemacht, der Anime selber auch noch nicht gesehen. Aber die Geschichte ist zwar auch wohl ja, eine Liebesgeschichte, aber ja, Dusk Man of Amnesia hat mir schon gefallen. Und hier ist es halt nicht eine Liebesgeschichte zwischen einem Mensch und einem Geist, sondern einem Mensch und einem Zombie, was interessant ist. Vor allem, weil ein Anime hier, glaube ich, mehr Möglichkeiten bietet
als Warm Bodies das gemacht hat, obwohl der auch gar nicht so schlecht war. Naja, weiter geht's. Tut mir leid. Mit dem Steelbook zu der Chroniken der Finsternis-Trilogie. Ja, russische Mystery-, Horror-, Fantasy-Angelegenheiten. Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich fand das Steelbook sehr schick. Und also ich meine, es sieht auch wirklich cool aus, wenn ich euch jetzt hier nicht zu sehr blende. Ne, drinnen halt die Filme, ne, ist auch klar. Ne, Stülpi hinten drauf, kann ich dann nochmal abmachen. Ne, aber alle drei Filme, alle drei Filme im Steelbook sollen ganz nett sein. Ich bin mal gespannt, muss ich dann nochmal reingucken. Ja, dann hat ja ein Abonnent, Jesse Walsh, gefragt, ob ich so ein paar Film-Reviews machen kann. Und wie gesagt, wenn jemand fragt, warum nicht, mache ich doch gerne. Das Ding ist, einige der Filme habe ich halt nicht. Und ja, er hatte auch unter anderem darum gebeten, der Goldene Handschuh und das Kindermädchen. Und ich hatte Glück, der war, das Kindermädchen von William Friedkin war halt gerade auch relativ günstig zu haben. Da habe ich mir den auch mal geholt, weil Klassiker nicht, glaube ich nicht so ganz, aber soll durchaus solider Horrorfilm sein. War auch lange auf dem, ja, oder lange auch geschnitten in Deutschland. Ich bin mal gespannt, ne? William Friedkin ja durch Der Exorzist, also ne, so schlecht kann das hier nicht sein. Deswegen hatte ich mir den geholt, damit ich da dann auch vor oder später das Review machen kann. Ne? Und auch der Goldene Handschuh hatte Jesse Walsh, ne, ja, drum gebeten, kannst du da mal ein Review zu machen? Habe ich mir den auch geholt, weil der hat mich sowieso immer schon interessiert. Jetzt war er auch für, ich glaube, 8 Euro oder 7 Euro oder so, ne, erhältlich. Dann dachte ich mir auch, nimmst du mal mit, hat dich eh interessiert. Jetzt hat ein Abonnent gefragt, kannst du ein Review zu machen? Bietet sich halt an. War auch Teil einer Aktion. Da habe ich dann auch gleich den hier nochmal mitgenommen. Zombieland, doppelt hält besser. Ne, der erste Zombieland natürlich absolut Kult. Der zweite habe ich ja auch schon ein Review gemacht. Nicht ganz so gut wie der erste, aber im Gegensatz zu vielen, die gesagt haben, fand ich den ganz lustig. Meine Freundin fand ihn ganz lustig. Und ja, wenn ich ihn dann auch nochmal für 7 Euro mitnehmen kann, ne, in einer Kombi-Aktion hier mit den beiden, auch eine Kombi, habe ich den auch mitgenommen, weil ne, haben wir noch nicht und der ist cool, der Film. So, und jetzt das, was eigentlich schon im Januar hätte kommen sollen, was sich ein bisschen verzögert hat, dank der Deutschen Post. Wenn das Paket aus England dann angeblich bei mir geliefert wird und ja eigentlich hier nichts angekommen ist und die das Ganze einfach zurückgeschickt haben und ist bei Arrow untergegangen, weil die wohl das Distribution Center geändert haben. Egal, ihr wollt glaube ich wissen, worum es geht. Jetzt ist es endlich da, deswegen konnte ich jetzt auch das Video machen und zwar die Love and Death Collection, die Filme von Jörg Buttgereit. Sind nicht alle Filme von Jörg Buttgereit drin, aber ich sag mal vier seiner bekanntesten, ne? Nämlich die beiden Nekromantik-Filme und ja, Schramm und der Todesking. Das finde ich schade, dass Arrow das so gelöst hat, ne? Weil die Cover, ich mache das jetzt mal so, damit es nicht so blendet. Also Nekromantik 1 will euch blenden. Tut mir leid. Die Cover sind ganz cool gemacht. Ist mit Wendecover, weil immer zwei hier in ein so ein Ding gepackt sind. Ich kann ja mal die anderen Cover zeigen. Ne, einmal der Todesking. Sieht auch ganz cool aus. Und, na wenn er drin ist. Na, und bei Schramm, der ist hier in der Hülle mit drin. Wupp. So, also ganz coole Cover. Schade, dass es halt nur zwei Armories sind oder zwei Cases sind. Aber gut, kann man nicht viel dran ändern. Das Ding ist, Arrow hat hier sich wohl wieder alle Mühe gegeben, weil wenn ich mal hier hinten die Bonus-Features zeige, das ist nichts Inhalt, das ist alles, also Inhaltsangabe, das ist alles Bonus-Features. Bin ich echt mal gespannt, denn ja neben diesen vier ne, bekannten Filmen von Buttgereit sind halt auch sehr, sehr viele von seinen Kurzfilmen dabei und tonnenweise andere Kurzfilme, warum ich mich frage, was haben die mit Buttgereit direkt zu tun? Aber naja, ich bin echt mal gespannt, ne, gerade auch auf die Bonus-Features, die Filme, ewig her, dass ich zumindest Nekromantik 1 und 2 gesehen habe.
Ist sicherlich Geschmackssache, aber eins muss man gut gereizt filmen lassen, im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Amateur- oder Indie-Filmern. Ist er doch qualitativ auf einer ganz anderen Ebene, weil er halt auch mehr kann als einfach nur irgendwie rumsplattern. Auch wenn die Filme alles andere als harmlos und nett sind. So, und ja, als letztes, wo ich auch mal riesig gespannt bin, Gottes Willen, die Ouija Box. The Weird and Wonderful World of Ouija oder Ouija mit Violence Voyager und Burning Buddha Man. Burning Buddha Man ist so obskur anscheinend, der hat nicht mal einen Eintrag bei Online-Filmdatenbank oder weil er einfach bisher nicht erhältlich war. Ja, das Ganze sind, ja, ich nenne es mal Animationsfilme, nennt sich Gekimation, das macht halt Ouija selbst. Da geht es wohl darum, dass man mit, ja, er zeichnet Dinge oder malt Dinge auf Papier, schneidet das aus und die Hintergründe, die Figuren und alles und animiert es dann irgendwie damit. Sieht sicherlich sehr, sehr interessant aus. Ich habe ja schon Trailer gesehen. Das ist auf jeden Fall mal was, würde vielleicht hier, ne, fuck the Mainstream beim Hessensammler reinpassen. Das Ding ist, es ist nicht nur ein sehr interessanter, nennen wir es mal so, Animationsstil. Die Filme sollen halt also auch wirklich komplett durchgeknallt sein. Dass sie ab 15 sind hier in England, hat wohl auch trotz Strong Violence, Gory Images und Sexual Violence nur damit zu tun, dass es also speziell animiert ist. Aber na, ich bin mal riesig gespannt, weil das ist Weird Shit, glaube ich. Und na, Weird Shit ist ja auch immer mal ganz gut. Das waren die Sachen, die ich, die im Februar so dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr fandet es ganz unterhaltsam und ja, ansonsten wie immer, bleibt gesund, guckt das nächste Mal wieder rein, schaut auch bei den anderen Freaks rein, ne, da geht immer was und ja, bis zum nächsten Mal denn.